Dieses Video wird präsentiert von Music Sculptor, Music for Storytellers. Und watchbetter.com. Hier seht ihr unsere Videos schon eine Woche vorher. Mögt ihr Hähnchenfleisch und Kartoffeln? Dann habe ich das richtige Rezept für euch. Heute bei Ning kocht zu sauer? Nicht. Wollt ihr uns unterstützen? Dann klickt bitte auf Like und abonnieren. Das hilft uns sehr. Jetzt los geht's. Ein leckeres Antopfgericht habe ich heute für euch. Hähnchen-Kartoffel-Antopf. Ganz einfach gemacht. Und das schmeckt so. Würziges, sehr zartes Hähnchenfleisch. Ein kleines bisschen pikant, aber für meinen Geschmack tatsächlich genau richtig. Und die Kartoffeln vollgesogen mit dem Geschmack dieser leckeren, würzigen Soße oder Suppe. Also genau mein Ding. Und dazu brauchen wir folgende Zutaten. Ca. 400 Gramm Hähnchenfleisch, eine grüne Paprika, 2 Zwiebeln, 2 bis 3 große Kartoffeln oder Nachbarlieben, 20 Gramm Ingwer, 4 bis 5 Knoblauchzehen, eine Handvoll Chilischoten, 30 Gramm Zucker, 1 bis 2 Teelöffel 5 Gewürzepulver, 1 bis 2 Teelöffel Kumminpulver, 1 Esslöffel Ketchup, 2 Esslöffel Sojasauce, Salz und Öl, Wasser oder Brühe. Optional 1 Esslöffel Sichuanpfeffer. Zuerst Hähnchenfleisch in grobe Stücke schneiden. Zwiebeln auch. Kartoffeln schälen und ebenfalls in grobe Stücke schneiden. Paprika auch. Ingwer in Scheiben schneiden. Knoblauch klein schneiden. Das waren die Vorbereitungen. Gleich geht's weiter. Ihr möchtet gerne asiatisch kochen, aber ihr habt keine Lust, die ganzen exotischen Zutaten zu besorgen. Dann seid ihr hier genau richtig. Auf ningkocht.de. Mit Kurzanleitungen der Rezepte und Einkaufslisten. Kocht mit, macht mit und schaut rein bei Ning kocht süß sauer nicht. Weiter geht's. Heute benutze ich eine Staupfanne. Pfanne vorheizen mit mittlerer Hitze. Dann geben wir Öl in die Pfanne. Und Zucker dazu. Wir machen eine Art Karamellöl. Ganz wichtig, ständig umrühren und aufpassen. Wenn die Farbe anfängt, dunkelbraun zu werden und sich Blasen bilden, geben wir das Hähnchenfleisch rein. Umrühren. Dazu Ketchup. Weiter umrühren. Aus dem Hähnchenfleisch tritt ein bisschen Flüssigkeit aus. Ihr müsst es kochen, bis ein großer Teil der Flüssigkeit verdampft ist. Sonst kann es nachher einen unangenehmen Geschmack haben. Jetzt geben wir Ingwer, Knoblauch, die Hälfte der Zwiebel und Chili rein. Anbraten, bis sie gut duften. Dann 5 Gewürzepulver, Kumminpulver,
Sichuan-Pfeffer und Sojasauce dazu. Umrühren. Jetzt Wasser oder Brühe dazugeben, bis das Ganze gerade bedeckt ist. Salz nach Belieben. Circa 10 Minuten kochen lassen. Decke runter. Dann Kartoffeln dazu. Noch ca. 15 Minuten kochen. Decke runter. Dazu Paprika. Dann die restlichen Zwiebelstücke. Kurz umrühren. Soße reduzieren lassen, nach Belieben. Fertig! Hähnchen-Kartoffel-Antopf. Ein komplettes Gericht mit Sättigungsbeilage. Ein Machin, alles drin. So, viel Spaß beim Nachkochen. Ich freue mich auf eure Likes und Feedbacks. Tschüss, bis nächstes Mal.